Hallo Leute, willkommen zu einer offensichtlichen Ausgabe von Life is Strange, letzte Game und heute Umschaltumstände zu laufen. Ich finde es ein bisschen scheiße, dass wo wir jetzt angefangen haben, dass wir sozusagen hier alles neu spielen müssen. Ich habe gedacht, das hat davor gespeichert. Aber anscheinend ja nicht. Hey Max? Wir spulen mal zurück, dann verpisst er sich. Ich find's ein bisschen schade, aber wir wissen ja jetzt, wie das geht. Wir ballern das jetzt ganz schnell durch. Jetzt gehen wir an dem vorbei. Jetzt mach mal eine Fliege, Bro. Beziehungsweise, ja, nicht so ganz eine Fliege. Wir müssen nach hier, dann geht der jetzt hier halt schnell durch. Können wir die Zeit irgendwie voll... Nee, okay, wir können die Zeit nicht verschnellern. Ah! Aber wir wissen ja mittlerweile, wie hier alles funktioniert. Blabla, jetzt ist er weg. Jetzt gehen wir durch. Von einem Kumpel habe ich erfahren, dass das hier irgendwie schon mehr oder weniger das Ende ist. Der Dude muss mal hier einen Abgang machen. What happened to your spark, Max? Kommt er zu mir? Nein, der kommt nicht zu mir. Perfekt. So, wir sind durch. Jetzt gehen wir zu diesem Director, der hier ein paar Runden macht. I realize now you'll never be an artist. Much less. Aber wir können ja die Zeit zurückspulen. Deswegen ist diese GG. Ha, Bro, zurück. So, wir sind direkt durch. Scheiße. Hä? Okay. Anscheinend. So, jetzt sind wir durch. So, dafür, wofür wir beim letzten Mal so viel gebraucht haben, haben wir jetzt alles innerhalb von Sekunden durch. Deswegen hat es auch da am Anfang angefangen. So, jetzt sind wir sozusagen, wo wir letztes Mal waren, bei den Schließfächern. Aber jetzt wissen wir, wie können wir nicht durch? Wie man überall durchkommt. Wer ist hier? Wer ist das? Okay, wir müssen jetzt gleich durchlaufen. Ah, das ist hier dieser Dingens. Wie heißt der? Der mit ihr eigentlich ins Kino wollte. Und wir sind immer noch nicht ins Kino mit ihm gegangen. Katastrophe. Aber es gab ein Küsschen. Aber in einer anderen Zeitlinie. So. Die er nicht mehr mitbekommen wird. Ja. Ja. Okay. Kommt er zu mir? Broi? Broi? Hä? Ich check nicht, was hier überhaupt passiert. Wo soll ich hin? Soll ich hier rüber? Ich denke, ich muss einfach hier durch irgendwie. Irgendwo, irgendwas. Und dann... Ah, da sind die Unfälle, bla bla, hast du nicht gesehen? Ja, Mann. Dass du mich dann abbieten kannst, Bro. So, das heißt, ich muss zum Leuchtturm da drüben. Das heißt, ich lauf lieber nach hier und hinter dem Dude hier. Und da bin ich gleich durch. Aber das Licht, das könnte mich auch... Nee, okay, das Licht deckt mich doch nicht auf. So, wo ist denn... Da ist der Leuchtturm. So, dann gehen wir zum Leuchtturm. Kommen wir überhaupt durch rechts? Das klingt nach einem Frank oder so. Oh, wir können die kaputt hauen, Junge! If only you could have seen. Bottles. This might be hell. Max. Scheiße! So, wir spulen ein bisschen Zeit zurück, damit wir ein bisschen Zeit haben, dem einen auf die Rübe zu schlagen. Okay, wir können dem nicht auf die Rübe schlagen. Vielleicht brauchen wir die Flasche beim irgendwie später. So, er dreht sich um, dann können wir hier durch. Hey, Max! Die mich verarschen! Die sind doch überall! Ja komm, jetzt dreht! Jetzt geh doch, jetzt mach doch eine Fliege, ey! Ja, anscheinend dreht er sich nur um, damit wir die Flasche nehmen können. Und hier geht er halt hier so durch. Scheiße. So, das heißt, wenn der jetzt sich gleich umdreht, können wir dann durch. Ich denke, die Flasche ist halt echt für einen späteren Moment. Oder wir müssen diesen Frank hier kaputt hauen, kann auch sein. Ich würde am liebsten dem Lehrer eins auf die Rübe schlagen, weil der ist ja der Böse sozusagen. Aber da liegt noch irgendetwas, vielleicht brauchen wir das auch so zum Aufheben. Können wir nicht aufheben, aber wir können vielleicht hier irgendwie durch. Irgendwo, irgendwas.
So. You took some of my drugs. Maybe Was? Ich you habe Max might gehört. die. Wer ruft mich? Oh, Stuhl? Nehme noch eine Flasche. Well, these ones are too hard to find. Alles klar. Also die musste ich ja einmal sammeln und so. Ja, geil, jetzt hier noch hinsetzen. Genau, ich habe ja sonst nichts zu tun. Mal, oder vielleicht setze ich mich mal hin und mal gucken, was dann kommt. Normalerweise kommt da irgendwie Musik und bla bla und die denkt nach. Ja. Max, sit down. You're Sachen taking a fliegen hoch. time out, no matter what. Alle, ja, Auszeit, ist klar. Useless hier in diesem Me Moment and sozusagen. Rachel are floating down here in the sewer. So, wo ist denn der Leuchtturm eigentlich? Oh Ach, nein, wir sind doch yeah, fast beim it's Leuchtturm, wir haben all es fast over that geschafft. shit. You want Scheiße. pictures? Okay. Doch noch nicht geschafft. Ich habe gedacht, wir runnen gleich fast durch, aber. Oh Oh, eine Pistole, man, noch eine Flasche. you should have heard When did Chloe I get smack bad bottle talking. karma? It was Vielleicht, brutal. wenn ich alle fünf But of finde, dann gibt course es I see what you're irgendetwas, aber talking scheiß auf about. diese Flaschen. Also irgendeine so eine Errungenschaft. Noch eine. Ah, Flaschen ansehen. Aber das sind nicht alle, oder? Looks like there are still bottles to find. Oh, joy. Da gab es ja noch zwei Stück. Sollen wir die sammeln? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Scheiß auf die Flaschen. Also It's ganz got ehrlich, ich habe keinen Bock auf die Flaschen. Hier kann man sich auch hinsetzen. Wo kann man sich nicht hinsetzen? Ich schwöre. Ja, geil, jetzt schneit's. Okay. Merkst du, bist wesentlich gestörter und keine Ahnung was, habe ich nicht geschafft zu lesen. Okay. Made in was? In LOL. Ist gegeben, Junge. Ah, jetzt geht's weiter. Ich musste mich nur auf eine Bank setzen, oder wie? Don't you dare question the Oh, sheriff. das ging schon. Ich Hey, habe gedacht, ich you're the muss da reason rein I'm ins here. in Leuchtturm. I am when your mom is away. I'll let her know that. Okay. Können wir. Warte. Made in Taiwan. Nice. Können wir aufstehen? Nö. Wir sind jetzt die stillen Beobachter. Hello. Haha. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Winds. Okay. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Ah, das ist jetzt, wo das stirbt. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She don't have many bags of delicious grub for us You to are feast upon. ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shoot, Alles where are my klar. keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Huh, wer ist das denn? Ach, die verbrennt das jetzt. Die verbrennt ja jetzt das Foto, damit sie nicht wieder Shit, where are zurückreisen those kann. keys? Another dollar for the swear You're bankrupting me. Du ruinierst mich noch? Aha. You can't Hat hide es your verbrannt? queen forever. Now lock up after I leave. Play nice. Try not to destroy too much of the house. And no Chloe Okay. and Max wine tasting session. Plopp. Und wo sind wir jetzt? How long will this nightmare go on? Beste? Jetzt werden wir noch. Lol, die ist nur in Unterhose. Ja, nicht ganz Unterhose, ist unter Think it would be Shorts. perfect for my new photo series on Beste? retro grunge. You have the Yeah. same qualities that I loved in Rachel Amber, but not Max. Ja, Mann. Max is a fucking child. Oh Christ, I know. And she never shuts up, does she? I'm so over her hipster bullshit. I Der think Dude hat everyone recht. at Blackwell is over Max. Let's prove it. Holy shit, Warren. Max is trying to play us both. Ja, I klar. guess she's not as innocent as she acts. Not when she's trying to hook up with both of us. I only want to go ape with you, Chloe. Come here. Nein, das meint jetzt. Oh! Oh mein Gott! God damn. Why hang out with Max, huh? Boredom. Jetzt kommt der noch mit Plus, she's a der great hier personality. die erklären. I hear that. Do you want a party? I got a drugstore in my room. Oh shit. Look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch. Or take a selfie. Katastrophe. See, this is how you bust a move, Ist Max. gegeben? No mosh pit for you, Shaka Bra.
Damn, Victoria. Oh, oh, das, da bin ich direkt dabei. Like Max. I fucking love your tats, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. Oh ja, wir bleiben in dieser Realität. Nein! How did you get rewind powers? You don't even know how to use them. Rachel's dead and you're still alive. Life is so not fair. I wish she would have never come back to Arcadia Bay. You're the real Storm. Then back in the dorm. So, das ist eine kleine Toilette. In dieser Toilette waren wir noch nie. Also jetzt ganz ehrlich. Tastenfeld? Scheiße. Jetzt brauchen wir irgendwie einen Code. Geil. Wollen wir jetzt reingucken? Aha, hier sind wieder die Zahlen ein bisschen abgenutzt. Das heißt, wir müssen sozusagen, also hier, 5, 3, 6, 9 oder so. Ne, wir können nicht klicken, wir müssen aussuchen. 5, 3, 6, 9, kann das sein? Ha! Nein! Wir haben verloren! Nein! Ach, da sind ja schon die Zahlencodes. How will I find the right code? Scheiße. Ach, okay, die Nummern sind überall. So, wir müssen irgendwie... Ah, scheiße. Okay. Waren die schon davor alle da? Weiß ich gar nicht. So. Jetzt müssen wir einen richtigen Code finden. So, aber... Man sieht ja hier schon diese angekratzten. Also 5, 3, 6, 9. Oder, ja, und eine 2 ist auch ziemlich zerkratzt. Also irgendwo hier in diesem Bereich sind die benutzten Nummern. Also 5... 3, 6, 9, das heißt, eine 8 ist nicht dabei. Scheiße. Wie soll man das bitte finden? Ah, warte. 5, 3, 6, 9. Nein. Also, da 3, 9 ist da. Scheiße. 5, 3, 6, 9. Irgendwie müssen wir jetzt die Zahlen finden, die nur das enthalten. Würde ich mal sagen. Irgendwie so. Oder das ist dasselbe Code wie von dem Dingens. Den habe ich aber vergessen. 5, 3, 6, 9. Also hier sind 3 und 9, aber 8 und 1. 5, 3. Vielleicht irgendwo hier? Nein. 5, 3, 6, 9. Das kannst du vergessen. Ansehen, so. I'll be so grateful if this is the last digicode. Würde ich auch sagen. Ich hasse solche Codes. Wie war das letzte nochmal? Scheiße, da war irgendwas mit der 2. Irgendwie 4, 2, 3, 9, 9 oder so. Oder keine Ahnung. Aber da war auch eine 2 dabei. Also das ist safe nicht derselbe Code. 5, 3. Why doesn't the mirror reflect any of the numbers? Aha, okay. Vielleicht sagt das etwas aus. Okay, es reflektiert keine Zahlen. Das könnte vielleicht eine Hilfe sein. Vielleicht. Nee. Auf dem Spiegel ist ja nichts. Aha! Da haben wir es. 1130. Ha! Da haben wir es. Gute Max. 1130. Perfekt. Bro! Oder andersrum. Andersrum. 0311. Eieieiei. Weil das ist ja auch andersrum geschrieben. Deswegen. 0311. 0311. So, jetzt aber. Ist gegeben, Junge! Let's go, wir gehen weiter. Okay. Don't kill us, Max. I guess I'll never dance again, Max. Right when I was about to start a new life. Oh, die hat aber Titten. Wir gehen weiter. Hey, wieso passiert nichts? Wieso sind so viele Leute? Max. I thought we were on the same team. Okay, aber wieso? Was passiert draußen? Max, I hope you do the right thing. Ja? I can't believe you kissed me. Now you're going to kill me? Max. Yes, I will kill you. So this is how Max gets her revenge on. Like a daughter. And now you're gonna So this is how Max gets her revenge on.
Hä, was ist los? Wieso sind alle so angehalten? Da bin ich! Ich muss mich selber töten, oder wie? Ich rede mal mit mir. Who are you? Holy shit, are you serial? I'm you, dumbass. Okay. Or I'm one of many Maxes you've left behind. Can you get me out of here? Oh, so you want help? Thought you could control everybody and everything, huh? Twist time around your fingers? War nicht meine Entscheidung. Ich habe versucht zu helfen. Ja, ich habe versucht zu helfen. I tried to help. I only wanted to do the right thing. No, you only wanted to be popular. And once you got these amazing powers, your big plan was to trick people into thinking you give a rat's ass. Mir liegt etwas an ihnen, das ist wahr. Ich muss aber sagen, also an vielen liegt mir schon etwas, beziehungsweise man hat ja auch versucht, das Gute zu tun. Warte, mir liegt etwas an ihnen. I do care. That's why I was trying to make friends. By telling people what they want to hear. You were just looking for a shortcut. Ach, because das you mein, can't okay, make ja. friends on your own. That's not true. I have great friends. And I've used my powers for good. Please, stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. You've left a trail of death and suffering behind you. That was not my fault, you son of a bitch. Don't you dare talk about our mom that way. What about the crap that was your fault? Wait, let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloe? You think she's worth all that? So, ich muss sagen, also wo die jetzt sagt, ja, wir haben das schon ausgenutzt, indem wir halt sozusagen bei diesen coolen Kids uns ein bisschen eingeschleimt haben, alles, ja. Aber wir haben auch vieles Gutes gemacht. Ja, und diese Chloe, das sind wir alle, was nichts wert. Meine beste Freundin, Schicksal. Schicksal? This has to be my destiny to save her. I wouldn't be trapped in here if I didn't believe that. No kidding. Chloe trapped you with her drama. Guns, drugs, Rachel. She's just using you, dude. Like, she even asked you to end her life and do what she couldn't do by herself. Chloe does a better job of guilt-tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome? But you didn't do that homework. So you'll have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she's our friend? That she respects us in any way. Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy. Oh hell, speak of the devil. Ich muss aber echt sagen, dass Chloe schon dude, ein bisschen do not so even fuck with her head. She knows what we went through together this week, and you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. Okay, was ist los jetzt mit der? Ist sie verrückt? After 5 years, you're still Max Caulfield. I am seriously glad to see you. Welcome home, Max. So, hört mal auf zu quatschen. Ich will was erzählen. Also, ich muss aber sagen, dass Chloe schon in gewissermaßen so, obwohl die gesagt hat, jetzt probieren wir deine Macht aus, bla bla bla, dass sie schon so ein bisschen so eher in ihrem Interesse gehandelt hat, in vielen der Sachen. So von wegen, ja, lass mal dies, lass mal das machen und nicht so wirklich darauf geachtet, so, yo, was willst du denn? This was my real father's camera. I want you to have it. Ah, jetzt werden sozusagen die guten Erinnerungen. Yes, of course it's cool. Gedingens. Thank you. This camera, this song fucking rules. Can't dance, hippie, come on. Okay. Rock out, girl. Yo, turn it off, turn it off. Was you were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. Okay. Mr. Max. Gehen weiter. What? Let's talk about your superpower. Epic.
I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. Ja, also die, need a sidekick to guide you. Sie denkt halt nur über sozusagen Spielen und so. Show me the way to Chloe's cave. Und nicht irgendwie um so die wahren, richtigen Sachen. Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back and she's also supersized. I don't feel... You saved me again. Crazy. Ah, das dazu. Now we're totally bonded for life. Since you're the mysterious superhero, boom. I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. Ich muss aber sagen, ich finde schon cool, wie wir es hier dargestellt haben. We will. Forever. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. I might get on the other side of that door before you, Lupin. Aber vieles... See you soon. Welcome to my domain. Kamen ja, also viele der Probleme kamen ja hoch, weil diese Ray, die Chloe das ja verursacht hat, diese Probleme. Max, you better come check out these files. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. No, you are not taking the cozy chair. Aber do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. Aber man muss schon sagen, dass Chloe die unterstützt hat bei der Suche nach dem Lehrer, weil der Lehrer war ja das große Problem die ganze Zeit. Cowabunga. Why look, an otter in my water. That's nice. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can let's call it a draw. Okay. I'm gonna freeze my ass off when I get out. You look cute with your hair soaked in chemicals. Hide! Okay. Photobomb! Photobomb! Photohog. Boah, viel zu hell, ey. Viel zu hell. We left a skid mark on Blackwell last night. Let's go. I double dare you. Kiss me now. Oh, hab ich nicht gemacht! You're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? Ah, das ist dieser Wohnwagen. Daydreaming. Wo geht's weiter? Ill, scheiße, scheiße. Ich sehe nichts mehr. Es geht hier links. Okay, I links. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my not until I see it first. You know the rules, Dad. Dude, I am so lucky that my father is cool. Max, you are being so fucking strange. Die guckt so, oh, ich hab Angst. Yay! Und die andere guckt auch so voll böse. Okay. Aber wir sind bald da beim Leuchtturm. Weird, hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. But the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Ja, aber die hat's nicht lange überlebt. Also hättest du auch so nicht überlebt, deswegen. Wow, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. Listen, Max. My respiratory system is... Also ich muss sagen, hier, ja, ist halt alles so zusammengefasst. It's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just... putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. Ja, und dann zack und weg. Ja, aber das haben wir eigentlich schon alles erlebt. I'm so glad you're here. Echt? You sound high, but thanks for the morning grope. Ah, ja, da ist wieder zurückgekehrt. I was still spaced out here trying to put all this info together. Blablabla, wir gehen weiter. Wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Victoria has to be next. Nathan must be planning to. Also Chloe war auf jeden Fall immer überall dabei, muss man sagen. Rachel, no, please not her.
Ah, wir können nicht da rein. Ich hab gedacht, wir können da hin. Vielleicht hier? Nein. Doch, doch, wir können rein. Nein, doch nicht. Okay, wir können doch nicht rein. Aber wir sind gleich beim Turm. Schon da. Okay. Ah, die ist ja eingeschlafen oder so. Während die zum Turm gegangen sind. Ah, jetzt geht die Nico in die Max wieder rein. Und dann macht ja, und there is she back, man. Jetzt sind wir in der wahren Realität. Max, Max, can you hear me? Please say something for me. I must have passed out. Ich muss umgekippt sein, was? Ey, jetzt bloß nicht in den Turm reingehen, weil der kackt ab. Ah, der ist schon abgekackt. Zeit zurückdrehen. So komplett du Tutti Futti hast dich gesehen. Weil so ein Tornado, der zerstört einfach alles. Also jetzt ganz ehrlich. Wenn er jetzt aufs Festland kommt, ist es weg. Stimmt gar nicht. Fuck all of that, okay? You were given a power. You didn't ask for it. And you saved me. Which had to happen. All of this did. Except for what happened to Rachel. Without your power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Ach ja, ach ja, ach ja. Was passiert jetzt? Ist jetzt Ende? Max. Ende Gelände, alle tot? This is the only way. Yo! Und Chloe stirbt oder was? Wo hält sie das Foto? You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to fuck that. No, no way. You are my number one priority now. You are all that matters to me. Und die Welt. I know. You prove that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Okay. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. Nochmal. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. Aber Chloe hat's doch gemacht für dich schon. No, Max. You're the only one who can. Aber so. Was? Ja, genau, Chloe opfern, Arcadia Bay opfern, also wenn man so überlegt. Das ist die einzige wahre Entscheidung in diesem Spiel, wo man wirklich so sieht, was danach kommt und keine Ahnung was, Chloe opfern oder Arcadia Bay opfern. Und wenn man sich das so überlegt, ganz ehrlich, eigentlich Chloe. Und Arcadia Bay.
Ja, aber das Ding ist halt, dann sterben ja alle anderen. Das heißt, ihre Mutter stirbt. Hat sie eine Mutter? Hat sie einen Vater? Ich weiß gar nicht. Die wohnt im Dorm. Das heißt, ihre Eltern sind irgendwo anders. Ich weiß es gar nicht. Sollen wir Chloe opfern oder Arcadia Bay opfern? Das ist halt schwierig. Also normalerweise sagt man ja immer, eine Person. Also ich würde eigentlich Chloe opfern, weil dann ist auch der Freund von der Max und so alles. Und ganz ehrlich, ey, die Chloe, die hat es von Anfang an eigentlich so vom Schicksal. Weil wenn man so wirklich nach diesem Schicksal und Shit geht, dann Chloe, jetzt ganz ehrlich, komm. Chloe, bye bye. Max, it's time. Chloe, I'm so, so sorry. I don't want to do this. I know, Max, Ja? but we have to save everybody, okay? And you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel. Being together this week. It was the best farewell gift I could have hoped for. You're my hero, Max. Oh, Chloe, I'm gonna miss you so much. Jetzt komm, Butter bei die Fische, komm. Komm, der Tornado, okay, der lässt auf sich warten, aber. I'll always love you. Now get out of here, please. Do it before I freak. And Max Caulfield, don't you forget about me. Never. Never ever. Never ever. Aua. Hat mir wehgetan. Never ever. Ja, und jetzt müssen wir jetzt das Minigame nicht wieder spielen. Jetzt fliegt das Foto weg. Nein, sag nicht. Ah, müssen wir nicht mal was machen. Okay. Und jetzt wird ja abgeknallt. Aber kann man die nicht retten, auch wenn die abgeknallt wird? Okay. Und jetzt kommt doch niemand rein? Okay. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Eins, Don't be zwei, scared. Drei. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. Aber was machen die mit dem Lehrer? So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get abgeknallt. That? What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Wird die Leiche dann nicht gefunden, keine Ahnung was, und der Typ wird verknastet und hast nicht gesehen? Aber das Ding ist halt, eine ganze Stadt für ein Leben sozusagen aufzuopfern, für so viele Leben, es ist ganz ehrlich, das wäre egoistisch, also ganz ehrlich gesagt. Oh, der checkt auch gar nicht die Toiletten oder so ab, ob da jemand ist oder sowas. Die sitzt. Ah, okay, es sind noch ein paar Toiletten dazwischen. Ja! Aber was willst du machen? Ja. Also wäre natürlich cool zu sehen, was passieren würde, wenn man Arcadia Bay opfern würde. Aber, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Oh, der wurde direkt. Ach, der wurde von dem Dude direkt verknastet. Okay. Der war direkt vor. Bei der Polizei, vor Gericht. Keine Ahnung, hast du nicht gesehen? Oh, wie der Lehrer wurde abgeführt. Wieso das denn?
Aber die vielleicht da bei dem in Bunker gegraben haben. Okay, die Mutter. Ja. Ja, keine Freunde, Bro. Keine Freunde, Bro. Wieso sucht ihr sich nicht neue Freunde? Jetzt kommen neue Freunde. Die hat gefeuert? Die ist nicht gefeuert, sondern ist gegangen. Ja, und was jetzt? Wisst ihr, man muss nicht in der Vergangenheit schwören. Man muss in die Zukunft schauen. Max, komm! Butter bei der Zukunft, Bro. Ja, und jetzt? The End is here. Was guckt die? Und auf einmal kommt so Chloe aus dem Wasser gesprungen. Ui, wie so ein Delfin. Ah ja. Aber dafür ist die Stadt da. Also, das ist ganz ehrlich. Aber vielleicht zeigen die so von wegen, yo, jetzt kommt der Tornado nicht. Der Wirbelsturm. Die Windhose. Schon irgendwie ein frisches Kleid, muss ich sagen. Also irgendwie immer in jeder Realität, außer der wahren Realität oder keine Ahnung was, sieht die fresh aus. Also ganz ehrlich. Keine Ahnung. Vielleicht hat doch Chloe sie immer runtergezogen. Und keine Ahnung. Jetzt gehen die Arcadia Bay Cemetery. Das ist bestimmt ein Friedhof oder so. Auf Englisch. Ich weiß es nicht, aber ich würde mal vermuten, weil die sind alle so Anzug und hast nicht gesehen. Sieht auch nach ihr Friedhof aus. Ich bin in Englisch nicht so wortgewandt. Oder wie man das sagt. Sogar der Lehrer? Ne, der Direktor kommt. Aber man hat doch nur zwei Lehrer gesehen. Einmal diesen Verrückten und einmal diese Lehrerin. Ja? Junge, du scheiß Musik, mein Video wird weggesperrt. Ich schwöre, mein Video wird weggesperrt. Danke, Musik. Ey, richtige Penner hier. Ja, und? Ich bin müde, ich bin dauernd müde, ey. Das Lernen, das geht auf den Sack. Ja, und? Wieso ziehen die das so scheiße nochmal in die Länge? Und hat die was mit dem jetzt? Die eine steht voll am Rand und keine Ahnung was. Namen sind nicht meins. Ich hoffe, man versteht mich auch. Ich finde auch teilweise hier in dem Spiel wurden einige Sachen einfach nur in die Länge gezogen. Wie auch speziell jetzt diese Stelle. Die ist einfach nur in die Länge gezogen. Die ist useless. Auch das mit diesem Albtraum. Das ist alles so hart in die Länge gezogen gewesen. Useless. Mehr oder weniger, ja. Ja. Weil. Oh, wer ist das? Ah, dieser Fred oder wie der heißt. Ja. Aber die haben ja diesmal die Dinge jetzt nicht gefunden. Die Rachel. Unser cooler Hund. Ich muss aber sagen, dieser Fred ist ein cooler Dude gewesen. Also der verkauft zwar Drogen, macht schlechte sozusagen Sachen, aber was willst du machen? Der hat die Möglichkeit, die Zeit wieder zurückzudrehen. Na. Tu das nicht. Oder man wird uns vorschlagen, ja, du kannst das andere Ende auswählen. Es gibt ja. Also in diesem Spiel gab es so richtig nur zwei Enden. Das heißt, alle Entscheidungen, die du davor getroffen hast, waren useless und nur am Ende diese eine Entscheidung hat gesagt, entweder A oder B. Das war's. Jetzt for real.
For real, ich sag's euch. Also das Spiel ist einfach teilweise auch überbewertet im Sinne von diese vielen Entscheidungen hast du nicht gesehen. Also ja, ist halt ein Problemchen. So. Leertaste überspringen. Du hast dich entschieden, Chloe zu opfern. Lol, 50-50. For real. Okay. Nächste? Nee, nicht nächste, sondern... So, warte, du bist Chloe's bitte... Warte, das sind sozusagen die ersten Entscheidungen. Du hast die Wahrheit verheimlicht. Nee, das sind sozusagen die Darkroom-Sachen. Ich denke, die einzigen wahren Entscheidungen sind hier dargestellt, die etwas bewirken. Hier zum Beispiel, du bist Chloe's bitte nachgekommen. Ja, du hast Warren davon abgehalten, Nathan zusammenzuschlagen. Das ist auch noch wie irgendwie was in die Zukunft ist. Hier, niemand wurde verletzt. Auch irgendwas so in die Zukunft. Dingens, Victoria nahm deine Warnung ernst. Also mehr oder weniger die einzigen Entscheidungen, die etwas bewirkt haben, und der Rest war einfach useless. Du, das war einfach so ja und jein. Alles andere war ja und jein. Da denke ich mir so, Bro, wieso überhaupt entscheiden? Du kannst doch direkt laufen lassen. Ja, das ist echt so Dingens. So, verlassen ist Ende der Ace. Dann denke ich, wir sind dann im Hauptmenü, kann das sein? Ja, sollte eigentlich jetzt ins Hauptmenü gehen, weil... Da, zurück zum Hauptmenü. Das war es eigentlich jetzt hier mit Life is Strange. Weil die letzte Aufnahme war eigentlich ganz okay. So, mit diesen Worten beende ich auch die Aufnahme und das Let's Game. Ich werde jetzt statt Life is Strange eine weitere Folge Let's React machen. Ich plane das montags, nicht diesen Montag, sondern den darauffolgenden Montag, weil ich schreibe halt Klausur und hast nicht gesehen. Ja, mit diesen Worten beende ich noch die Aufnahme, beziehungsweise das Let's Game. Bis zum nächsten Mal, beziehungsweise hier wird es ja kein nächstes Mal geben, aber bei anderen Let's Games sehen wir uns auf jeden Fall vielleicht auch nochmal oder im Stream. Und tschüss.